Hallo, hier ist das Subbotnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und ich war kürzlich Weihnachtsgeschenke einkaufen. Das ist ja nicht mehr so lange hin und bin da unter anderem auch in einem Chibo-Geschäft gelandet. Und in dem Chibo-Store, da konnte ich ja meinen Augen kaum glauben, denn Chibo bietet mittlerweile auch ein Tablet an. Für 12 Euro, für unglaubliche 12 Euro ein Chibo-Tablet. Das musste ich natürlich gleich mitnehmen und wir wollen das heute mal für euch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Es ist schön leicht, es ist schön dünn, es liegt so auf Anhieb ganz gut in der Hand. Für 12 Euro, wie gesagt, sehr preiswert, aber funktionell verarbeitet. Gucken wir uns doch mal die Rückseite an. Da kann man zum Beispiel noch selbst die Batterien auswechseln, was viele andere Hersteller uns ja gar nicht mehr erlauben wollen. Dann haben wir hier die wichtigen Anschlüsse versteckt, also ein Mini-USB, Mikrofon und Kopfhörer. Dann Ladekabel und als echten Luxus noch ein HDMI-Kabel. Die Buchsen, die man gerade nicht benutzt, geben dann auch gute Standbeine her. Was mir nicht so richtig gefällt bei diesem Tablet, bei dem Chibo-Tablet, ist die Unsitte, dass sie auch wieder ein verspiegeltes Display verbaut haben. Da könnte man ruhig mal für den Hausgebrauch, würde ich mich freuen, wenn das nicht so spiegeln würde. Wir haben nachgemessen, es ist ein 10 Zoll Display, also 26 cm hier verbaut worden. Als wir das Tablet das erste Mal in Gebrauch genommen haben, hat es so beim Bluetooth ein bisschen Probleme beim Koppeln gemacht, dafür aber beim WLAN gleich problemlos die Verbindung ins Internet hergestellt. Ich glaube, in der Fachzeitschrift Chip oder so habe ich kürzlich gelesen, dass der Hersteller auch demnächst noch ein 3G-Modul zum Nachrüsten anbieten will. Das soll dann hier wohl in den Batterieschacht reinkommen. Unter Umständen wird da auch hier die Near Field Communication nochmal im Nachhinein angeboten. Da dürfen wir also gespannt sein. Ja, der Hersteller macht leider keine Angabe dazu, was für ein Prozessor verbaut wurde. Wir gehen aber davon aus, dass es ein Tara-Prozessor ist, der Nachfolger von den Tegra-Prozessoren. Leider auch keine Angaben vom Hersteller zum Speicher, zum Onboard-Speicher, aber wir haben das Gerät jetzt hier seit einer Woche in den Händen und noch keinerlei Probleme mit dem Speicherraum, also ausreichend vorhanden. Das gleiche kann man übrigens auch über die Batterielaufzeit sagen. Seit einer Woche läuft das Gerät hier, jeder der Mitarbeiter hat damit schon mal ein bisschen rumgespielt und wir mussten noch nicht einmal die Batterie nachladen. Wollen wir mal den Praxistest machen und mal gucken, wie schnell das ganze Gerät lädt. Ich drücke also hier auf die Taste zum Einschalten und siehe da, von 0 auf 100 steht uns das Tablet zur Verfügung. Also in dieser Disziplin ist das ganz eindeutig der Testsieger. So ein schnelles Gerät haben wir hier im Support-Netbüro noch nie vorher zum Test da gehabt. Wie sieht's aus mit der Software? Auch Chibo hat hier so ein eigenes Betriebssystem eingesetzt. Und ich muss sagen, es gibt da bisher ein leichtes Manko, nicht? Also in der Auswahl der Apps, das ist jetzt doch nicht so doll. Es gibt hier vor allem halt eine Wiege-App, die schon funktioniert. Also hier die Gummibärchen bei 9 Gramm, das funktioniert schnell und flüssig, klare Anzeige. Aber so die ganzen Standards wie Angry Birds oder ein E-Mail-Programm, da muss Chibo also noch einiges nachbessern aus meiner Sicht. Auch E-Books für Backen und Kochen würde ich mir doch wünschen auf so einem Gerät, was ich dann im Hausgebrauch einsetze. Also wie gesagt, das liegt gut in der Hand, es scheint gerade in Sachen Geschwindigkeit, Batterie und Speicherleistung für den Hausgebrauch ein sehr interessantes Angebot zu sein. Das große Manko ist, dass es noch nicht so viel Softwareangebot gibt und also auch diese 3G-Sache oder die Near Field Communication, da würde ich mir also wünschen, wenn Chibo bald mal nachbessert. Aber ansonsten, aus meiner Sicht, für 12 Euro kann man da wenig falsch machen. Insofern würde ich das neue Chibo-Tablet durchaus als Geschenk zu Weihnachten oder auch für die Zeit im neuen Jahr 2012 zu empfehlen. Preisgünstiger kann man in die neue Tablet-PC-Klasse aus meiner Sicht kaum einsteigen. Dankeschön, bis bald mal. Tschüss.